Bei den Verhandlungen über das Klimapaket haben sich Vertreter von Bund, Ländern und Bundestagsfraktionen auf einen höheren CO2-Einstiegspreis von 25 Euro geeinigt. Dieser soll ab 2021 gelten. Bis 2025 soll der CO2-Preis laut Verhandlungskreisen auf 55 Euro steigen. Im Gegenzug soll die EEG-Umlage sinken. Ab 2024 ist außerdem eine weitere Anhebung der Pendlerpauschale um noch einmal 3 Cent pro Kilometer vorgesehen. Der ursprünglich von der Großen Koalition geplante Einstiegspreis von 10 Euro pro Tonne CO2 war vielfach als zu gering kritisiert worden. Bund und Länder suchten daraufhin nach einem Kompromiss. Wenn Bundestag und Bundesrat das Ergebnis zum Ende der Woche absegnen, können die billigeren Bahntickets sowie die Förderung der energetischen Gebäudesanierung wie geplant zum 1. Januar in Kraft treten.